Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Spano Gaming. Und heute können wir hier endlich mal wieder zusammenspielen. Nein, Spaß. Ich bin wieder aus dem Urlaub raus. Natürlich kamen trotzdem jeden Tag Videos, die habe ich alle vorproduziert. So, wir wollen heute mal ein bisschen Kaminsysteme. Keine Ahnung, was das sein soll. Hier ein bisschen liefern. Hier, genau, das machen wir jetzt. So, während wir das machen, also wir fahren nach Rotterdam. Keine Ahnung, was das sein soll. Ihr seht auch schon, dass das Lenkrad rechts ist. Okay, wir fahren los. Liegt daran, dass wir hier in England sind. Also irgendwo in England. Ich weiß gar nicht. Nee, sind wir in England? Ach, irgendwo, wo man auf jeden Fall links fährt. So. Biege nach rechts ab. Das ist so komisch, jetzt hier abzubiegen. Boah. Aber ich finde es schon cool, so zu fahren, ne? Also, auch wenn man das jetzt nur virtuell spielt, ist es so komisch zu fahren auf der rechten Seite, weil man ja immer nur links fährt, ne? Also, das muss man auch erstmal können. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ah! Ja, okay. Nimm diese Ausfahrt. So. Okay. Ich weiß gar nicht, warum mein LKW so groß ist, ey. Ich gebe hier auch rein, ja. Können Sie ja. So. Okay, okay, okay. Jetzt funktioniert. Reise darf ich hier nur fahren. Nö, ich fahr schneller. Keine Ahnung, warum man hier nur 30 fahren darf. Ich düse hier durch. Fahr jetzt hier mal auf die rechte Spur. Ist auch gerade 4 Uhr morgens. Das ist krass, ne? LKW-Fahrer müssen ja so früh auch immer aufstehen und dann wieder los. Aber was man als LKW-Fahrer immer macht, ist sich die Welt angucken. Und das ist echt das, was LKW-Fahrer machen. Also die gucken sich ja, also die können sich ja so viel angucken, weil sie immer überall hinfahren müssen. Das ist dann wieder geil, ne? LKW zu fahren, aber der Lohn ist nicht so hoch. Also man verdient dann nichts. Und ja, weiß ich nicht, ob man das dann so macht, ne? Keine Ahnung. Also ich mache ja auch meine Schule fertig. Und dann, ja, irgendwann will ich nach Hamburg ziehen. Und ja, also ich will praktisch IT Programmierer, also im IT-Bereich Ausbildung machen. Ja, gucken, ob ich dann schon vorher hier ausziehen muss oder ob es hier in der Nähe irgendwas gibt, wo ich hingehen kann. Meine Mama lässt mich nicht woanders hinziehen, weil sie noch will, dass ich bei ihr hier wohne. Aber ja. Muss man dann halt selber gucken. Aber ja. Das muss man halt selber gucken. Mit 21 ziehe ich so oder so aus. Also das steht fest. Mit 21, wenn ich die Ausbildung fertig habe, dann ziehe ich definitiv so oder so weg. Genau. So, fahren wir hier mal schön rechts, also hier lang. Weil ihr wisst ja, dass ich auch programmiere. Ich mache ja ein eigenes Spiel in Roblox. Ich habe zwei Discord-Bots, die ihr einladen könnt. Das sind zwei Musik-Bots. Die sind sehr neu. Die könnt ihr gerne einladen. Hat auch ein bisschen Arbeit gekostet. Also würde mich freuen, wenn ihr den Bot einfach einladen würdet. Ja. Und mein SDGM-Bot, also nicht der Musikbot, sondern SDGM-Bot, der ist auch einladbar, aber der kann nichts. Also ihr könnt ihn einladen, aber der macht nichts.
Genau, weil das ist nur ein Bot für meinen Server. Links halten und dann bleiben Sie genau. Geradeaus. Das ist einer für meinen Server, der nicht für euch zur Verfügung steht. Aber ich will auch selber noch einen machen, den ihr benutzen könnt. Das hat ein Verifizierungssystem. Sowas wird dann auch kommen. Irgendwann mal. Aber ja. Das dauert noch ein bisschen. Das kann ich euch sagen, Leute. Also ich tue ja sehr viele Sachen im Hintergrund noch entwickeln, die ihr gar nicht seht. Und ja. Frühest tue ich immer die YouTube-Videos drehen. Und dann auch mich fast schon wieder dran setzen an Programmieren. Weil andere Programme nebenbei offen zu lassen, ist nicht so nice. Weil sonst irgendwie das Video nicht richtig geschnitten wird. Deswegen tue ich meistens nur nebenbei programmieren oder halt YouTube gucken. Wenn es dann fertig ist, dann tue ich aber auch wieder arbeiten. Genau, das mache ich halt jeden Tag. Ja, also so sieht dann halt eben praktisch aus. Ja. Aber das macht Spaß, mir macht es Spaß und wenn es Spaß macht, dann ist alles gut. Ne? Und ich will auch mein Hobby zum Beruf machen. Also wie schon gesagt, eine IT-Ausbildung machen in irgendeinem Bereich. Eventuell in Hamburg dann die Ausbildung machen. Natürlich kann ich die Ausbildung nur dort machen, wenn ich auch wirklich weiß, dass ich dort die Arbeit bzw. die Ausbildung habe. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Sonst kann ich auch nicht die Ausbildung machen. Aber das wird schon, denke ich. Warum rammt der mich jetzt? Nehmen diese Ausfahrt. So. Genau, ne? Also, sowas will ich machen. Ey. Und ja. Das macht mir Spaß, das will ich dann zum Beruf machen. Und in dem Bereich, wo ich dann auch die Ausbildung machen will, verdiene ich sehr viel Geld im Jahr. Also über. Ja. Googelt einfach mal selbst. Also im Internet steht, dass ein bisschen weniger ist. Aber es ist natürlich von Arbeit zu Arbeit mehr, weniger, weil die halt dann Leute einstellen, die gut darin sind. Und ja. Ich hätte hier reingemusst. Problem. Ich finde eine neue Route. Perfekt, ich muss hier nochmal kurz drehen. Biege nach rechts ab. Ja, also, ja. Verfahren, perfekt. So. Na, auf jeden Fall könnt ihr gerne mal googeln, von was das halt ist. Also, es ist jetzt nicht. Im Internet steht, glaube ich, seit 1000 irgendwas. Ist aber bei meiner Arbeit nicht gut. Bewerben will, beziehungsweise arbeiten will, da verdiene ich ein bisschen mehr. Also 4.000 bis 6.000 verdient man da so ungefähr. Also 50.000 bis 80.000 Euro im Jahr. Ja. Biege nach rechts ab. Das verdient man dann halt dort. Aber mal sehen, wie weit es noch geht. Ich muss mich ja eh erstmal dort bewerben und ob ich dann angenommen werde, ist halt eine andere Sache. Aber dann suche ich halt weiter. So, ne? Muss man halt immer gucken. Das Ding ist, die suchen halt immer Leute und es ist immer im Prinzip schnell und gut, wenn du schon vorher ein bisschen programmiert hast. Also ja. Also ich programmiere ja meine Bots nur mit Lua. Deswegen. Aber es gibt ja verschiedene IT-Bereiche, also es gibt nicht nur IT, wo man programmiert, sondern auch. Hallo. Also gibt ja auch noch andere, wie. Ja, was soll man sagen? Also es gibt ja so viele es gibt ja so viele Bereiche in der IT und verdient man auch unterschiedlich viel weniger. Also wenn du jetzt, sag ich mal, bei JavaScript eine Ausbildung, also im Bereich IT-Ausbildung, ich kann nicht mehr reden. Wenn du eine Ausbildung im Bereich IT machst und JavaScript halt, dann verdienst du, glaube ich, sogar das Beste. Aber ja,
JavaScript ist auch ziemlich gut bezahlt. Das kann ich euch sagen. Also wenn ihr gutes Geld verdienen wollt. Nein, also es soll natürlich auch Spaß machen, Leute. Also bewirbt euch nicht für IT, wenn ihr keinen Bock darauf habt, sondern einfach nur das Geld seht, dann macht was da keinen Bock. Kann ich euch einfach so sagen. Mir macht Spaß, deswegen bewerbe ich mich da. Und dadurch, dass ich es auch kann, mache ich das da auch. Und dann kann ich auch immer noch irgendwo anders mich entscheiden zu arbeiten. So. Genau. Okay, lass uns eine neue Route finden. So. Ja, also. Guckt einfach mal selbst, wie ihr das macht. Oh. Ich hab den Motor ausgemacht. So. Muss ich hier erstmal gucken, wo ich hier rauskomme. Hier komme ich sogar direkt raus. Perfekt. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder in Deutschland, wie man hier sehen kann, weil ich jetzt wieder rechts fahre. Und das meistens in Deutschland. So. Zack. Also LKW fahren würde ich mir selber persönlich nicht so vorstellen, weil du bist immer unterwegs und ich könnte keine YouTube-Videos drehen. Also YouTube macht mir ja Spaß, weswegen ich das ja auch mache. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich unbedingt YouTube-Videos drehen. Als LKW-Fahrer war halt dementsprechend. Aber ich müsste. So, ne? Aber mal gucken. Also ich würde selber jetzt erstmal nicht mir vorstellen, LKW-Fahrer zu werden, weil ich halt immer unterwegs bin. Man könnte natürlich auch YouTube-Videos machen im LKW, das heißt, man fährt LKW und man hat sein Handy dort und dann nimmt man auf TikTok, machen auch viele LKW-Fahrer, die streamen dann da. Oder du machst halt ein YouTube-Video, YouTube-Stream, ne? Das dann so machen. Das Ding ist, wenn dann einmal das Internet weg ist, ist dann das Internet weg. Ne? Und das ist ein bisschen das Mist. Weswegen schwierig Videos zu drehen und ja, sehr schwierig. Dennoch könnte man auch beispielsweise auf dem Rastplatz ein bisschen Videos drehen, dass sie dann am Tag kommen oder sowas. Aber es ist ja jeden Abend drehen und ja. Links halten und dann links an. Dann weiß ich es ja auch nicht, ne? Boah. Ich fahre hier mit 100 Sachen durch. Nach links ab. So. Okay. Na also, man muss es immer für sich selber bestimmen, wie man das macht. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, macht euren Traum. Also hört nicht auf, von diesem Traum zu träumen, sondern tut was dafür und eventuell bekommt ihr den dann auch. Ne? Immer geradeaus. Den ihr schon immer mal habt. Oder das, was ihr immer schon machen wolltet, haben wollltet. Demnächst rechts abbiegen. Etc. Und ja, glaubt daran, glaubt an euch und dann schafft ihr es. Natürlich nicht direkt, ne? Also ihr braucht natürlich die Zeit. Aber irgendwann, Leute, kann ich euch sagen, habt ihr das unter Erfolg. Und ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne liken, abonnieren, einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut außerdem, wie schon gesagt, bei meinem Discord-Server, bei meinem Discord-Bot vorbei. Der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sonntag. Ciao, ciao.